Herzlich willkommen zurück, liebe Burgbesatzung. Hier ist wieder euer Tastenhauer zurück in Victoria 3. Und heute in der zweiten Folge der Staffel, da geht es jetzt endlich auch weiter mit konkretem Gameplay. Und wir werden diesen Gesamtstaat Österreich hier versuchen, weiter auszubauen und wirtschaftlich zu entwickeln. Dazu werde ich gleich die Pause-Taste entriegeln und werde da auf Stufe 1 erstmal laufen lassen, während ich euch verschiedenste Dinge erkläre und wir verschiedenste Dinge tun. Ich denke, das kann man im Spiel ganz gut aushalten, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Also kommen wir gleich mal zum ersten Thema. Wir werden uns nochmal kurz mit der Regierung beschäftigen hier, die derzeit tatsächlich schon eine legitime Regierung ist, während er hier lädt. Okay. So. Okay, ach, guck mal hier, wir sind schon legitim. Ich hatte überlegt, ob ich eventuell die katholische Kirche reinhole, um das zu erreichen, aber wir sind jetzt durch diesen Umschwung hier in dem Safe-Game, weil jetzt ja der neue Patch eingespielt wurde, direkt mit neuen Werten ausgestattet worden und sind jetzt schon direkt im legitimen Bereich drin. Plus 25% Loyalisten durch steigenden Lebenswandel. Das ist okay, dann lasse ich die Regierung auch so. Dann werde ich da jetzt natürlich nichts ändern, dann hat sich das schon erledigt. Okay, gut, 17. Mai 1841. Wir haben einiges in der Wirtschaft zu tun. Wir hatten schon gesehen, wir haben große, große Probleme, was die Produktion oder die zu geringe Produktion von Kleidung angeht. Ein riesiger Marktpreis, unter dem alle Bevölkerungsteile leiden, aber insbesondere auch die Aristokratie und die Oberschicht, was uns natürlich überhaupt nicht gefällt. Da werden wir Folgendes machen. Wir werden in Mähren einmal einen Ausbau tätigen. Der Tuchfabrik dort. Plus 1. Da haben wir ja auch schon Färbereien. Und dann werde ich mich mal trauen, in Lombardo-Venetien beide Produktionsmethoden umzustellen hier auf Färbereien. Jetzt muss man wissen, dass diese Umstellung möglicherweise uns jetzt Probleme macht, weil wir Färbemittel einführen müssen komplett. Und es kann jetzt passieren, das müssen wir jetzt mal beachten, dass hier Färbemittel nicht genügend importiert werden können. Das scheint hier auch schon zu passieren. Die werden also teurer werden, weil es wieder einen leichten Mangel gibt. Der fällt aber noch relativ moderat, finde ich, aus. Wenn das so bleiben würde, wäre ich damit einverstanden. Das müsste sich jetzt auch niederschlagen in der Produktivität der Tuchfabriken, die dann wieder ein bisschen zurückgeht, aber insgesamt hier super gut ausschaut. Durch alle drei Maßnahmen zusammen, wir gucken mal, dass wir die Kleidungsfabriken jetzt auch hier relativ weit oben einsortieren. Irgendwie hier so an Stufe 4 habe ich mir überlegt, dass die vor den Eisenminen hier noch gebaut werden, aber die anderen Sachen, Glashütten, Eisenbahn und Kohleminen erstmal fertiggestellt werden. Dann haben wir das so ein bisschen mitigiert, also ein bisschen eingeschränkt, dieses Problem, aber wir haben es noch nicht ganz gelöst. Da müssen wir langfristig dranbleiben. Okay, dann werde ich Folgendes machen, und zwar werde ich Bleiminen umstellen. Und zwar Bleiminen, hier habe ich schon offen gehabt, werde ich in der Steiermark hier, da wo sie überhaupt nur stehen bei uns im Land, auf atmosphärische Dampfmaschine umstellen. Brauchen ein bisschen mehr Werkzeuge und Kohle, haben dafür aber wesentlich mehr Blei, denn da haben wir aktuell einen ziemlich großen Mangel. Und den können wir direkt da mit abstellen. So, jetzt gab es hier eine neue Protestbewegung, Protektionismus beschließen, wurde ausgerufen. Da werde ich mal kurz pausieren, weil das nicht unwichtig ist. Protektionismus ist ein Wirtschaftsgesetz. Da muss ich mal kurz reingucken gerade. Und aus irgendeinem Grund sind manchmal die Ladezeiten hier lange geworden durch den neuen Patch. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Handelsrecht? Protektionismus, genau. Da haben wir aber einen riesigen Widerstand der Industriellen und unserer Aristokratie. Das werden wir also definitiv nicht machen. Wollen tun das die Landbewohner und die Gewerkschafter, aber die werden wir natürlich an der Stelle ignorieren. Gut, der Marktpreis. Stahl ist teurer geworden. Das ist wiederum gut für die Stahlfabriken. Die musste ich bislang subventionieren, weil die zu wenig abwarfen. Das wird sich jetzt alles allmählich eingliedern oder einrenken. Eisen ist wieder ein bisschen teurer. Porzellan ist teurer geworden. Da könnte man mal gucken, obwohl wenn Porzellan teurer wird, heißt das eigentlich, dass es da vermutlich kein Exportpotenzial mehr gibt. Das wurde uns am Anfang noch angezeigt. Ja, wir haben einen leichten Überschuss hier. Kommt natürlich darauf an, können wir das aushandeln? Ich gucke mal gerade. Also können wir das exportieren? Porzellan, da unten ist es.
Oh, tatsächlich. Allerdings sehr große Mengen will ich jetzt ja nicht aushandeln. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie viel Überschuss wir hatten. Ah, nochmal kurz gucken bei Details. Wenn das mal übersichtlicher wäre, das wäre schön. Plus 29, mein Goldfischgedächtnis konnte sich das nicht merken. Das heißt, wir könnten zumindest gegenüber Preußen relativ gut das handeln auf Stufe 2. Dann sollten wir das doch vielleicht mal machen. Finde ich gar nicht schlecht. So, die ganzen Punkte haben sich jetzt auch verändert. Also ihr seht, der ganze Patch hat auch das Balancing total umgedreht in einigen Fällen. Da müssen wir mal gucken. Ach, Preußen hat schon eine Importroute selbst erstellt. Okay. Ich hoffe, das fliegt uns jetzt auch nicht wieder in den Hintern rein. Wir müssen mal abwarten. Okay, ich komme aber ein bisschen vom Thema ab. Wir haben jetzt also in der Steiermark hier die Bleiminen fortschrittlicher designt, weil wir hier einen Mangel hatten. So, das haben wir auch schon mal gemacht. Jetzt geht es um das Thema Transportkapazität bzw. diese Ware, Transport. Das sind also, würde ich jetzt sagen, die Kapazitäten. Und okay, das hatte ich nicht gesehen. Der Pop-Verbrauch wurde mir als plus 8 angezeigt, bevor ich den Spielstand geladen habe. Jetzt ist er 108. Also, ich dachte schon, ich könnte erste Minen irgendwie auf den Transport auf der Eisenbahn umstellen. Sieht so aus, als ob das erstmal nichts wird. Das ist nicht schön, aber ist jetzt so. Da muss ich jetzt mal kurz hier reingucken in Wien, ob wir dann nicht vielleicht aber schon mal Holzpassagierwaggons daraus machen für etwas weniger Infrastrukturbonus, den wir uns in Wien ja leisten können, weil wir da eh viel, viel mehr haben als das, was wir jetzt verbrauchen. Und wir haben 5 Holz verbraucht für 15 Transportpunkte. Finde ich gut. Dann haben wir Logistik freigeschaltet. Das beste Gewehr der Welt spielt nicht die geringste Rolle, wenn die Soldaten zu erschöpft oder zu hungrig sind, um damit zu zielen. Oder wenn ihre Gewehre keine Kugeln haben, mit denen man sie laden kann. Plus 20% einberufbare Bataillone führt zu neuen Techniken. Und das ist ja interessant. Das haben wir sozusagen von Nachbarn uns abgeschaut. Jetzt haben wir hier 65, aber das reicht natürlich auch lange noch nicht aus. Der Preis ist irre teuer. Die Leute wollen jetzt mit der Eisenbahn reisen, aber es gibt ja nur eine kleine Strecke bislang, die aber jetzt ausgebaut wird. Also in der Steiermark sind sie bald schon dabei, in einigen Wochen. Und ich glaube, in der Westslowakei wurde hier schon gebaut. Da müssen wir jetzt erst einmal subventionieren, dass das hier aufgebaut wird mit den Beschäftigten. Und mit den Subventionen muss man sowieso hin und wieder mal gucken, wo es da noch Bedarf gibt. Ich hatte zum Beispiel, was hatte ich denn subventioniert? Die Schwefelminen hier werfen nichts mehr ab aktuell. Da müssen wir weiterhin dranbleiben. Und hier im städtischen Bereich hatte ich, glaube ich, einige der, also erstmal die Stahl- und Motorenwerke, die sind auch nach wie vor noch zu subventionieren, damit die überhaupt einstellen können. Gerade die Motorenwerke hatten ja noch gar nicht ihre Beschäftigten eingestellt. Und die, ne, Waffenfabriken könnten auch besser sein, das geht aber noch. Was hatten wir denn noch? Hier unten die Handelszentren. Da gab es einige, die haben Minus gemacht, jetzt schon wieder nicht mehr. Also kann ich die aus der Subvention schon mal beide rausnehmen. Hier lassen wir die Subvention aber in Istrien. Stufe 28, hier sind offensichtlich schlechte Verhältnisse. So, die Zündhütchen breiten sich aus. Das ist ganz gut, denn das erforschen wir gerade, glaube ich. Genau. Das wird jetzt also in wenigen Tagen bereits fertig erforscht sein. Sehr schön. Britisch-amerikanische Rivalität erklärt. Interessant, wohin sich das entwickelt. Und brasilisch-neugranadische Rivalität. Okay. Ja, ihr seht auch jetzt hier, die ganze Wirtschaft hat sich wieder irgendwie berappelt einigermaßen, was den Etat angeht. Also man muss jetzt einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Auch hier mit den Politikgeschichten. Wir haben jetzt wieder mehr Bürokratiepunkte. Das hat sich jetzt alles ein bisschen verändert hier durch den Speicherstand, der jetzt geupdatet wurde. Genau. Dann wollte ich Papierfabriken in Österreich möglicherweise noch umstellen auf Sulfitbrei, hatte ich mir notiert. Denn diese Papierfabriken in Österreich, wir hatten nämlich Schwefel übrig, weil wir Schwefelüberschuss haben. Ist das immer noch so? Ja, plus 60. Das können wir also wirklich machen. Das lohnt sich dann hier schon, denn wir brauchen jetzt hier 50 und wir haben 60 Überschuss. Perfekt. Dann kriegen wir einen Normalpreis für Schwefel. Gleichzeitig wird mehr Papier produziert und das vergünstigt einige Dinge. Das sehen wir hier auch schon gleich im Etatbereich. Die Balance steigt an. Und wir haben noch ein Interesse zu erklären. Und da hatte ich mir überlegt, dann nehmen wir jetzt hier das am Kaukasus. Das ist für uns vielleicht noch am relevantesten.
Ich hoffe, dieser Bug, dass das immer wieder weggeht, hat sich inzwischen durch den Patch aufgelöst. Württemberg unterstützt uns als Vereinigungskandidaten für Deutschland. Ein bisschen früh vielleicht, aber trotzdem nett von Württemberg. Interesse an den Balten von Neugranada ist jetzt nicht so wichtig. Blei ist jetzt wesentlich günstiger, Fleisch ist ein bisschen günstiger geworden und Dünger auch. Ja, mit Dünger könnten wir eigentlich mal gucken. In so einem Land wie zum Beispiel der Steiermark könnte man hier bodenanreichenden Ackerbau zum Beispiel machen. Wir haben nämlich einige Düngerproduktionen jetzt schon übrig und das macht wiederum diese Dinge frei. Plus 52, da würde ich das in solchen kleinen Staaten mit wenig Bevölkerung versuchen irgendwie zu initiieren, wo wir nicht so viel Raum haben, um das weiterzuentwickeln. Da können wir dann trotzdem mehr Getreide rausholen, denn Getreide ist auch relativ teuer bei uns und das bringt ja auch mehr Gewinn für diese Bauernunternehmen. Wie sieht das in Tirol aus? Da haben wir nur einen Viehhof. Da könnte man auch hier intensive Wirtschaft machen. Dann produzieren die mehr Tuch und Dünger, aber ja, weniger Getreide, das will ich jetzt hier eigentlich nicht einstellen. Ich gucke mal hier so ein bisschen durch. Das könnte ich eigentlich hier durch die Gebäude machen. Ländlich. Hier oben war es ja schon. Roggen- und Weizenfelder. Die könnte man jetzt theoretisch umstellen. 45 Dünger, wenn wir die alle bei den Roggenfeldern hier einstellen. So, jetzt gehe ich mal kurz auf Pause, denn wir haben das Zündhütchen freigeschaltet. Da muss ich mich gleich drum kümmern. So, der Unterschied war plus 180 Getreide. Getreide haben wir derzeit einen Malus von minus 687, führt aber nur zu 8% erhöhtem Preis. Was aber insbesondere für die kleine Bevölkerung sehr schwierig ist, weil die haben, glaube ich, einen hohen, ich gehe mal kurz hier hin, einen sehr, sehr hohen, also die arme Bevölkerung hat einen sehr, sehr hohen Anteil an Getreideverbrauch für ihre Nahrungsbedürfnisse. Dementsprechend trifft die das umso härter, wenn der Preis teurer ist, auch schon 8%. Da würde man also der armen Bevölkerung ein bisschen was Gutes tun. So stark bin ich dann jetzt nicht unbedingt hinterher, aber mit dem übrigen Dünger, wo ist der denn jetzt? Oh Gott, ich finde das wieder nicht, weil das so klein alles ist. Was ist das denn hier? Gold, ah, okay. Das ist Wein und kein Dünger. Dünger ist hier unten plus 47. Also man könnte schon umstellen, dass man sagt, man will die Roggenfelder umstellen. Das ist aber, glaube ich, nicht so effizient, als würden wir die gleiche Menge Weizenfelder umstellen. Wir haben ja ganz viele so kleine Ansammlungen. Also die Felder sind sehr verteilt bei uns, das seht ihr hier. Am meisten hat Österreich. Das würde direkt dann... Ach nee, das ist schon umgestellt auf anreichernden Anbau. Tja, da würde ich das jetzt eigentlich vielleicht in Mähren und in Böhmen. Wo ist Böhmen gewesen? Oh Gott. Das jetzt alles wiederzufinden hier, verzeiht. Lasse ich die Zeit währenddessen doch mal ein bisschen laufen hier, sonst kommen wir wieder nicht raus. Dass wir mal ein bisschen weiterkommen. Verzeihung. Ich finde Böhmen nicht. Ich glaube, da haben wir gar keine Felder. Okay. Wo war jetzt... Gott, ist das unübersichtlich. Mähren. Okay. Machen wir es einfach in Mähren. Dann haben wir zumindest 20 von dem Dünger verbraucht. Und 80 Getreide zusätzlich. Mehr machen wir dann aber auch nicht, würde ich sagen. So, Schweden importiert Stahl. Jetzt wird es ja schon wieder interessant hier. Bei den Stahl... Werken. Die sind immer noch nicht am produktiv sein. genauso wenig wie die Motorenwerke. Das finde ich ja kurios. Lass uns hier nochmal reingucken. Das Minus ist jetzt weniger geworden. Aber es ist halt immer noch ein Minus ohne Rücklagen. Und das liegt halt überwiegend an den teuren Kohle- und Eisenpreisen. Naja, da sind wir dran. Granatkanonen breitet sich aus und ich habe mich immer noch nicht um die Technik gekümmert. Verzeiht, liebe Leute. So, jetzt gibt es eine Sache, die habe ich gesehen offscreen. Das kann eigentlich nur ein Bug sein. Aus irgendeinem Grund kennt Österreich keine Bürokratie. Das ist doch ein Scherz der Entwickler, oder? Ausgerechnet Österreich im 19. Jahrhundert kennt keine Bürokratie. Das glaube ich nicht. Eigentlich wollten wir irgendwann mal Zentralarchive demnächst erforschen und jetzt haben wir keine Bürokratie. Also das kann sich nur um einen Bug hier handeln, weil das so früh in der Entwicklung ist, die eigentlich komplett schon fertig ist. Wie soll
soll denn das erforscht worden sein ohne das? Das geht ja gar nicht, das ist ja eine Folge hier. Also das muss ein Bug sein. Wie auch immer, die Postersparnisse werden schon sozusagen durch Verbreitung entdeckt allmählich. Wir haben jetzt im Militär das Zündhütchen erforscht, damit müssen wir uns gleich auch nochmal beschäftigen, denn wir können jetzt Munitionsfabriken bauen und gezogene Rohre als Technik implementieren. Ich würde sagen, militärisch sind wir jetzt schon ziemlich gut unterwegs. Granatkanonen breiten sich jetzt auch nochmal aus. Ich würde sagen, dass wir... Tja, wir haben hier noch Produktionsverfahren, die sind ganz interessant. Bessemer-Verfahren. Destillation, Kristallglas wird auch schon entdeckt. Ich würde sagen, dass wir dann hier die Bürokratie nachholen, weil das Problem ist, dass wir nur so neue Regierungsverwaltungsgebäude bauen können, was aber witzig ist, weil wir haben bereits drei Regierungsverwaltungen in dem Baumenü drin, die ganz unten stehen. Die werden jetzt auch gebaut, weil ich die schon eingestellt hatte vor x Folgen. Aus irgendeinem Grund müssen wir das jetzt nochmal erforschen und 18 Minuten dafür verschwenden, dass es ein Bug ist. Finde ich nicht toll, aber können wir jetzt halt nicht ändern. Ist eben wie es ist. Okay, so, wir wollten aber eigentlich hier beim Stahl mal gucken. Ja, genau, da wollte ich gerade ausführen. Also Eisen und Kohle ist nach wie vor riesig teuer. Und das bedingt auch hier, dass wir nicht genug einnehmen. Das wird aber allmählich ein bisschen besser, dadurch, dass das jetzt auch exportiert wird. Und wir brauchen das ja auch mehr und mehr für die Motorenwerke, die auch immer noch nicht profitabel sind. Naja, weil zu wenig von diesen Motoren verbraucht wird. Da wir noch nicht genug Eisenbahnen hier fertig haben. Ich glaube, die hier unten ist jetzt fertiggestellt hier. Die können wir übrigens weg, also die Subvention rausnehmen. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt werden die hier nach und nach durch die Rücklagen mehr Angestellte holen. Und dann werden hier auch mehr Ressourcen verwendet und mehr Infrastrukturpunkte, mehr Transportpunkte hier generiert. Ja, ihr seht schon, es geht voran, sodass wir allmählich diesen Mangel hier abstellen können, wobei der immer noch unglaublich stark ist. Also die Pops fragen das immer stärker nach. Das scheint irgendwie so eine kaskadierende Geschichte zu sein. Naja gut, dann sollten wir vielleicht schon mal gucken, dass wir mehr Eisenbahnstrecken schon mal nachbauen. Jetzt sind wir ja sowieso noch nicht ganz in Krakau. Ich würde sagen, die Verbindung nach Krakau setzt ja irgendwie Westgalizien hier voraus. Dann sollten wir da hier auf jeden Fall was bauen. Und ich finde auch Böhmen und Mähren sollten zügig angeschlossen werden an dieses gesamte Netz. Mal gucken, ob unsere Motorenkapazität am Ende dafür reicht. Steiermark ist fertig. Danach würde ich direkt versuchen, Istrien anzuschließen. Das ist ja ganz wichtig für diese eine Eisenbahnroute gewesen. Das machen wir auch. Ja, und ansonsten denke ich mal, wird aber auch Slowenien hier direkt integriert. So, und dann ist aber gut, das Ganze müssen wir jetzt noch irgendwie hier verwursten, wo wir das einreihen und warum auch immer man das nicht hochziehen kann mit der Maus und immer hier kompliziert machen muss. Ich weiß es nicht. So, das machen wir vor den Häfen. Ich glaube, die Häfen kommen jetzt sogar nach den Regierungsverwaltungs-Upgrades. Ausbauten vielmehr. Das machen wir mal so. So, Eisenbahn. Schwefelminenpapierfabrik ist, glaube ich, gerade auch nicht so hoch priorisiert. Alles, was mit Eisen, Werkzeugen und Kohle zu tun hat, aber finde ich schon. Deswegen würde ich sagen, packen wir die Eisenbahn erstmal dahinter. So, das ist jetzt viel Geklicke, aber wir machen das, während immerhin ein bisschen Zeit nebenher vergeht, dass wir hier auch ein bisschen was sehen im Spiel. An Ereignissen. So, Schwefel ist jetzt auch schon ein bisschen teurer geworden. Okay. Kunstwerke haben einen guten Preis. Naja, gar nicht so gut eigentlich. Und Stahl ist auch teurer geworden. Das heißt, Stahl wird sich jetzt so weit lohnen, dass die Subventionierung bald enden können. Das ist natürlich für den Staat immer eine gute Nachricht. Schauen wir mal. Ja, die machen schon erste Produktivität. Man könnte also schon argumentieren, muss ich wieder ins andere Menü hier rein, dass man das jetzt allmählich rausnimmt, die Subventionierung. Und die sich jetzt allmählich die letzten Beschäftigten noch holen, wenn sie brauchen. Das passt aber jetzt. Dann können sie jetzt hier Plus machen. Und damit ist diese Geschichte allmählich auch im Aufbau drin. Ja, und die Lokomotiven oder die Motoren, die werden sich jetzt erst lohnen, wenn wir die anderen Infrastrukturen, die anderen Eisenbahnlinien allmählich fertigstellen, weil wir dann auch mehr Verwendung für Waggons und Loks haben. Das soll ja hier die Produktivität von Motoren, glaube ich, repräsentieren überwiegend. Wobei, später wird es ja auch Automobilmotoren geben, dann ändert sich das natürlich. Aber da sind wir lange noch nicht.
So, was hat er hier? Ja, das Interessen-Bug-Ding ist immer noch da. Ist immer noch genauso nervig wie vorher, dass es immer hin und her schwankt. Kann ich aber immer noch nicht ändern. Dann würde ich sagen, wir gehen mal auf Stufe 2 ruhig hoch. Holz ist unproduktiv, aber eine Route. Ja, Eisen ist teuer. I know. Wir sind übrigens angeblich gewesen der Nummer 1 immer noch Produzent weltweit von Eisen. Also es hat schon Gründe, warum alle unser Eisen einhandeln wollen, weil wir einfach auch am meisten produzieren und wir bauen ja sogar noch weiter aktuell aus. Also das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte hier, die wir aber auch brauchen, wie ich finde. Ja, okay, ich finde, das ist soweit ganz gut, auch mit der Baureihe. Wir sehen auch hier, diese Geschichten laufen dann irgendwann mal ab. Da müssen wir also mal gucken. Was sind denn hier die Bedingungen? Also Dampfmotorenzeit. Das Motorenwerk, das wir haben in Wien. Lass mich das doch mal bitte klicken. Drüber gehen. Ja, muss 75% Beschäftigung erreichen und 25% Rücklagen. Das werden wir in 7 Jahren aber definitiv schaffen. Also das Ereignis ist, glaube ich, safe. Das hier wird ein bisschen schwerer. 20% der Minen und unserer verfügbaren, das sind bei uns, glaube ich, nur eine Baumwollplantage und mehrere Stufen Seidenplantagen haben wir hier. Ach so. Ach, die zählen gar nicht hierfür. Haben sie die vergessen aufzuzählen? Ist das jetzt so? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so ist. Also hier sind Kaffee, Baumwoll, Färbemittel, Opium, Tee, Tabak, Zucker, Gummi und Bananenplantagen aufgeführt. Wir haben aber auch noch Plantagen in Venetien, nämlich Seidenplantagen, die übrigens gerade einen sehr geringen Preis abrufen. Wartet mal, haben wir bei Seide ein Überschuss? Oh ja. Da könnten wir was exportieren, um das so ein bisschen zu begrenzen, den Schaden, sage ich mal. Vielleicht lässt sich das lohnenswert machen. Ja, tatsächlich. Wie viel war das jetzt? 45? Haut das hin? Machen wir das mal mit Spanien. Ich glaube, das sollte ungefähr passen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Blödsinn hier gemacht. Na, Seide, wo bist du? Ja, plus 49, das sollte ungefähr hinhauen. Dann sollten die Seidenplantagen in Venetien hier wieder ein bisschen mehr abwerfen. Dann wird sich das wahrscheinlich hier wieder ausgleichen. Na, so kann man das jetzt hier auch ein bisschen steuern. Weizenfelder verlieren Rücklagen, aber haben ja noch einiges. Ich glaube, das... Bisschen merkwürdig, dass das hier nicht ausreicht. Die Preise sind halt okay, ne, für beides. Na gut. Ja, und die Seidenplantagen scheinen für diese Geschichte Eisenbahntransport jetzt wiederum nicht zu zählen, sondern nur das, was wir in der Lombardei haben. Da haben wir eine Stufe Baumwollplantage. Ich werde das schon mal einmal auswählen. Ich weiß, wir haben zu wenig Transportpunkte, aber 5 können wir, glaube ich, trotzdem irgendwie ausgeben. Gott, ist das teuer. Alle wollen sie mit der Bahn reisen. Ja, tatsächlich, dann ist das da unten schon, gibt es da hier schon den Haken bei Plantagen. Also das hat schon gereicht für die mehr als 20%. Es zählt wirklich nur unsere eine Baumwollplantage. Und jetzt brauchen wir noch 20% der ganzen Minen. Das wiederum, das wird natürlich schwierig werden. Und ich sehe gerade, das macht auch keinen Sinn, weil der Einkaufspreis für diesen Transport so hoch ist. Das machen wir mal nicht, damit das Ding hier nicht auf Dauer pleite geht. Okay, okay, okay. Spannend, spannend, spannend irgendwie. Ja, Interesse. Das ist so nervig, ne? Dass das immer wieder von 6 auf 5 runter geht und dann wieder auf 6 hoch. Also das ist irgendein... Das sind so typische Designfehler. Da mangelt es doch ein bisschen am Polishing teilweise im Spiel, habe ich den Eindruck. Es gab ja auch hier einen Fehler in der letzten Version. Da gab es bei der Interessengruppe der Streitkräfte, so, ich glaube, war das ein Integer-Overflow-Fehler? Also so ein Ding, wo die auf einmal minus 1 Million irgendwas Zustimmung hatten. Also hier dieser Wert, der war bei den Streitkräften auf einmal dann bei minus
eine Million, keine Ahnung wie viel, bla bla bla, irgendeine Zahlenreihenfolge. Und es passte natürlich, war ein Mega-Bug. Das deutet für mich immer darauf hin, dass da einfach das letzte Polishing noch nicht so ganz vollständig war, wenn solche Bugs im Spiel irgendwie nicht so richtig antizipiert wurden oder nicht richtig ausgetestet wurden, wie auch immer. Gut, wir haben aber wieder ein positives Saldo. Das erstaunt mich. Das hätte ich nicht gedacht. Zum Beginn des Speicherstands war alles stark im Minus. Das zumindest klappt ganz gut. Allerdings haben wir jetzt hier mit einigen Betrieben... Guck mal hier, die Schwefelminen sind eigentlich selbst tragfähig wieder. Können wir auch rausnehmen. Sehr schön. Motorenwerke, wie gesagt, das bleibt noch ein bisschen länger. Die Subventionen, die Stahlwerke brauchen nicht mehr subventioniert werden, auch wenn sie jetzt nicht so viel abwerfen. Und die Handelszentren, ja, brauchen auch keine Subvention mehr. Hat sich alles wieder ausgeregelt. Gut, ja, dann müssen wir jetzt beim nächsten Mal gucken, dass wir hier so eine Munitionsfabrik bauen. Sprengstoffe und Blei brauchen wir dafür. Sprengstoffe, wartet mal. Ja, das muss ich offscreen gucken, was wir dafür brauchen. Aber sowas sollten wir auf jeden Fall bauen, damit wir unsere Armee modernisieren können. Das alles werden wir beim nächsten Mal in der nächsten Folge machen, hier im Oktober 1841. Bis dahin macht's gut, euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.